Ah, sehr cooler Berg. Was ist denn da? Was haben wir denn da? Filme die, was du da filmst. Genau, den Reska drin ist. Vom Buch Kirchwaldberg, 1067 Meter. Hallo und Grüße aus dem Ramsental. Ich bin Vlad dabei. Neben mir steht Azrael, den ich um sein Sprichwort schon gar nicht mehr frage. Und wir machen uns heute auf die letzte Sonnenuntergangstour des Jahres, nämlich auf den Kirchwaldberg. Und da nehme ich einfach mit, weil sonst gibt es garantiert keinen Sonnenuntergang. Oder jedenfalls keinen, bei dem wir dabei sind. Wie müssen wir jetzt da? Ist man jetzt ein bisschen aufhören? Richtig, ja genau. Deswegen, Azrael, zau an. Eingang zum Ramsental mit einer großartigen Kapelle. Bist du deppert, hä? Ein imposanter, fast schon protziger Sakralbau. Links gehen jetzt noch? Nichts mehr so links gehen. Wir wollen ja auf dem kürzesten Weg da rauf. Sonst ist nämlich nichts mehr Sonnenuntergang. Schau, da ist der Anrainer. Ein Forsthaus. Schau, wie schön. Sensationell. Das ist für dich nur deswegen schön, weil du das fressen willst. Frisch gewaschen. Die machen sich gut auf dem Salat. Aha. Die machen sich ja gut im Wald. Ja. Ja, sind so. Und was von Erbsen? Also ich bin ja überzeugter Anhänger der Philosophie, dass man Erbsen essen will, einfach Erbsen essen will. Sehr herbstlich übrigens. Ja. Auf der anderen Seite eigentlich fast ein bisschen zu grün. So, die Markierung gibt es da immer noch sehr mitteilsam. Azrael, jetzt beginnt ein unaufhaltsamer Aufstieg. Meten auf, verglühen beim Aufstieg. Aha. Mach das. Und jetzt so schnell den Berg aufrennen, bist du verglüht. Mit Watchers Extreme Edition. Ja, genau, du tust den Fett wegverglühen. Warm werden tut noch jedenfalls schon. Ja, soll ich denn überhaupt nicht springen? Schau, da haben sie es tatsächlich markiert. Aber unten bei der Abzeugung nicht. So, Fazit. Also, er ist zu schwach für den Berg. Ja, wer übrigens außer Azrael sonst zu schwach für den Berg ist, man könnte auch der Vorstraße raufgehen. Aber das ist ja was für Schwächlinge. Ich meine, wir haben dran, kurze Minuten. Ja, ja, gib sie ihnen. Ich renne davon. Ich renne davon. Ich bin ja total brav. Hätte man wohl das auch auf der Fallstraße haben können. Wäre besser gewesen. Da wäre ja die Herausforderung nicht da. Ich muss nicht mehr was beweisen. Da drüben ist der Trafelberg. Können wir auch mal raufgehen. Was lange währt, wird endlich gut. Gell? Fallstraße und der Waldtritt zurück. Ja, schau. Da müssen wir gar nicht diese blöde Fallstraße ausgehen. Oh. Eine jagdliche Einrichtung. Eine Rehbügelstation. Da oben liegen nur die Fetzen oder was ist das? Nein. Weil wir dafür gesagt haben, dass da ein paar Zuckerrüben liegen oder sowas. Nachdem ich weder Jäger noch jagdbares Wild bin, geht es mir gewissermaßen fast nichts an. Ein Unterstand, ein kleiner. Der hat sogar mal einen Ofen gehabt. Schau, da gibt es ein Ofenrohr aus. Los. Das schaut so aus, als ob da bald der Berg aus ist. Ja, zumindest schaut es so aus, als ob es da einen Sattel gibt. Na schau. Sogar mit Aussicht verbunden, diese Wiese. Alles aus löblich, oder? Ja. Wollen wir überleben, darf es kein Waldsterben geben. Ja, das war das. 1985. Eben. IVM-Leitungsanlage. Hm? Vielleicht gibt es da oben eine Stromquelle. Hm? Das wird total geleitet. Ja, stromabwärts. Klar. Macht da irgendwie Sinn. Schau, ein Kreuz. Bettelmann-Kreuz. Und Enzianhütte in 50 Minuten oder Unterbergschutzhaus in 1/4 Stunde. Wir müssen jetzt nach links. Nach links. Immer noch. Ah ja. Ja, aber das fahren gar nicht mehr so viel Höhen mit, oder? Nein, nicht.
da ist ja richtig Dunst. Erstaunlich. Ja, wer sich an meine Videos erinnern kann, am Wienerwald Weitwanderweg, und da sind wir jetzt auch drauf, habe ich echt auf tagelang mystische Nebelstimmung verkauft. Also für alle, die es nicht geglaubt haben, der Waldberg ist ein echter Berg. Da kannst du fressen. Also. Ich hätte eine ganz besondere Verköstigung mit. Aha, bin ich gespannt. Aha. Was du meinen schnöden Müsli-Riegeln entgegenzusetzen hast. Servus, der Felsig ist da oben. Kaum einer kennt den Kirchwaldberg, weil der Wanderweg führt nämlich dran vorbei. Und dann geht's wieder runter. Ja, ich weiß. Aber nein, Asrael ist immer so misstrauisch. Aber ja, tatsächlich geht's da wieder bergab. Das macht's deswegen, damit es nachher umso mehr bergauf gehen kann. Na, schau, der Unterberg gerade noch mehr in den Nebel hinein. Ein ganz ein kleiner, unauffälliger Steinmann, dort wo man misstrauisch werden anfängt, das ist die Abzweigung. Da geht's rauf. Also wir gehen da jetzt auf einem kleinen Steiger bis zum Gipfel in wenigen Minuten. Schau, was man da für Aussicht hat auf einmal. Ja, ist doch cool, oder? Würde man alles nicht vermuten und erfährt man nur dann, wenn man da wirklich rauf geht. Hey, schau, gibt's auch, schau. Geht da weiter. Und ganz unvermittelt öffnet sich einem die Anhöhe des Kirchwaldbergs mit einem kleinen Kreuz geschmückt. Kirchwaldberg. Eine schöne Aussicht. Ein ziemlich frischer Wind mit aufsteigenden Nebelfetzen drüber. War der Unterberg. Haben wir gut gemacht, dass wir da jetzt hingehen. Ja, vor uns der Travelberg. Ein bisschen eine benebelte Aussicht in Richtung Bernitz. Und der eigentliche höchste Punkt, den geben wir uns jetzt auch noch. Das sind genau diese felsigen Abhänge, die wir von unten gefilmt haben. Eine Stunde, 4 Minuten. Brav, ja, eine Stunde habe ich gerechnet. Ungefähr richtig. Ein Problem haben wir allerdings. Die Sonne wird zwar untergehen, ja. Wir werden aber leider nichts von ihr sehen. Ja, ich glaube, jetzt kann ich maximal Zeitraumaufnahme von den ziehenden Nebeln machen, oder? Probieren wir das. Die Spurböe, die war jetzt ein Wahnsinn, gell? Ja, der hat da fast die Kamera umblasen. Na, was sagst du? Das ist ein cooler Berg. Ja, sehr cooler Berg. Das ist einer der sympathischsten Tausender, die wir in Niederösterreich haben. Ja, ja, Gipfelerlebnis ist eine besondere Art. Die Infrastruktur ist komplett. Gipfelbuch Kirchwaldberg, 1067 Meter, hinterlegt am 16.10.2018. Der letzte, der sich da eintragen hat, war am 26.09. herum. Na schau, sehr sparsam mit dem Platz umgegangen, oder? Brav. So, da, und was haben wir noch, Flatter? Ja, wir haben einen Cache gefunden auf dem Kirchwaldberg. Dun, dun. Und da sind wir allerdings wirklich ganz, ganz wenige nur, die den jemals gefunden haben. In diesem Jahr 3 Leute, jetzt haben wir zuerst 4. 5? Ja, du die. Ja, okay, 5. Entschuldigung, mein Gott. Mal schauen, ob der noch was sieht bei der Finstern. Nein, er sieht wahrscheinlich nichts mehr. Er sieht Silhouetten. Die Kamera sieht jetzt nicht recht viel. Aber dann werden wir jetzt abhelfen, indem wir da mal auf die Hirnbirnen zurückgreifen. Papa, Kirchwaldberg. Jetzt wird es ja empfindlich kalt und dunstig. Da ist er. Ja, ja. Ist vielleicht auch ein bisschen. Dass der Fels da ein bisschen abschreckend ist, ja. Weil der Weg außen rund um und umgefallen so eindeutig ist. So da! Ja. Zurück am Weg! Man könnte natürlich auf dem Anstiegsweg wieder zurück und ja, natürlich ist es auch möglich, den Berg zu überschreiten, wie wir jetzt gesehen haben bei unserer Suche oben, aber ich empfehle trotzdem den Anstieg von der Seite, es ist leichter. Schauen wir, wie es da gibt's hat. Warte mal, lassen wir das Licht so. Ein bisschen weniger direkt hier leuchten. Oder von der Gegenlichten. Du kannst es nicht richtig. Alter! Geh mal jetzt bitte gehen! Jetzt ist die Bergluft gar gut, gell? Ja, geile Stimmung ist das am Abend schon, gell?
Ja, es passt, ja. Israel ist arg misstrauisch. Das ist auch geil, ne? Ja. Jetzt verstehst du da nicht die ganze Zeit erst. Das ist ja Jammer. Israel ist mein Spion. Der da stehst du über alles, wo ich dann weiß, dass ich aufpassen muss. Schau, rückversichern den Markierung. Ein österreichischer Baum. Sag einmal, ich hab da so eine leichte Flankerl in der Luft immer zu sehen. Ja. Jetzt verstehst du nicht schon wieder. Du bremst, wo immer so. Ja, wir waren ziemlich genau an der rechnerischen Schneefallgrenze momentan. Also von daher müssen wir jetzt nur mehr hoffen, dass sie nicht zwei Schneeflöckchen zusammenrotten und in Wien für Chaos sorgen wollen. Klingt noch Schnee, oder? Ja, nasser Schnee inzwischen. Man sieht sogar auf der Kamera. Kannst du dich erinnern, dass ich gesagt habe, es wird zum Regen anfangen, wenn wir ins Auto einsteigen? Ich bin schon im Auto? Nein, aber es regnet auch nicht, es schneit. Wenn wir zu einem Kreuz kommen, sind wir zu weit, gell? Nein, aber es gibt da ein Wegkreuz. Ja, bei dieser Doppelmarkierung da gab es eine Möglichkeit oben und eine weitere Möglichkeit unten zu gehen. Und da haben wir jetzt auch gleich unsere Abzweigung. So, das ist ein Pfeil. Normalerweise nicht, ja, ich weiß. Das könnte sein. Ja, sieht gut aus. Da ist nämlich ein Wegweiser. Ja, und wenn man den Wegweiser hat, dann ist man schon zu weit. Ja, und da können wir runter. Und das machen wir jetzt. Unmarkiert. Ein Forstweg. Sehr gut. Die Forststraße wird überquert, weil wir wollen einen Abstieg ins Drahttal machen. Und dann ein kurzes Stück über die Straßen rausgehen. Aber das komische, unnötige Geflanker hat sich wieder aufgehört, gell? Ja. Ich bin da eh aufgeräumt. Ja klar, weil man, sonst darf es ja regnen, bevor wir ins Auto einsteigen. Ne? Ja, der Mond leuchtet uns heim. Aber ich fürchte, es wird nicht reichen. Vor allem, weil da immer der Wald im Weg ist. Gell? Also nach gewissen Diskrepanzen über links und rechts haben wir uns entschieden, einfach abzusteigen. Weil über oben und auf gibt es wahrscheinlich weniger Diskussionsbedarf als über links und rechts. Israel kommentiere, wie willst du jetzt noch Anstieg Fotogen da stehen? Naja, schwierig. Ja? So, ja. Ich muss mal einen Haxel stellen. Ah! Ich bin von der Das glaube ich ja doch nicht. Da müssen wir nur einfach da vorbeigehen, oder? Genau. Wildfütterungsbereich bitte nicht betreten, ja. Spannend, von der anderen Seite müssen wir das halt auch kenntlich machen. Ne? Da sind wir schon mal gewesen. Ja. Genau. So da, also auf markiertem Weg hinunter ins Drahttal. Was ist denn da? Was haben wir denn da? Das sind ja Schilder. Umleitung, befristetes forstliches Sperrgebiet, betreten, verboten. Wo wir überall gewesen sind, wo wir nicht dürfen. Gell? Was steht denn da? Da steht der Quellschutzgebiet, oder? Damit der Strom sauber bleibt. Aha. Mit EVN. Wir sind bei der Kassa vom Skigebiet Unterberg. Raus mit uns, schon. Einsam in der Nacht leuchtet die Telefonzelle. Liebe Kinder, bevor es Handy gegeben hat, haben Fernsprecher so ausgeschaut. Da hat es eine Spinne genießt. Genau. Die haben wir noch gehabt, oder? Ja, die ist da gar nicht geblieben. Die ist jetzt gerade drin. Israel, du bist reich. Yay! Unbekannte Nummer. Aha. Schade. Na dann? Da war nichts verrechnet. Gut, dann nicht. Halt nicht. Also, auf zur Straße, oder? Achtung, Videoüberwachung. Wir haben ja auch ein Video, das dokumentiert, was wir da alles machen. Das Reh springt hoch, das Reh springt weit. Warum auch nicht? Das hat ja Zeit. Damit? Findet auch diese Tour ein Ende. Wo schließt sich der Kreis? Ja, das auch. Das ist ja schließlich eine Rundtour. Israel, was sagst du der Tour? Das ist super geil. Also der Berg da oben ist also der Kirchwald. Überraschend weit. Die Sonne ist sicher irgendwo untergegangen. Gesehen haben wir halt nichts davon. Ja. Das, was wir gesehen haben, war trotzdem lustig. Aber schöne Aussicht gibt es da. Und von daher hast du mir wieder, dass ich flott dabei bin. Israel. Ja, und vielleicht sieht man es mir wieder auf einer anderen Tour.
Jetzt erklärst du unseren Zuschauern einmal, was es damit auf sich hat, dass du nicht mehr am Bankerl stehst. Das kann ja eigentlich gar nicht sein bei einem Lastenpferd, oder? Das Bankerl ist nass und da setze ich mich nicht hin, weil ich habe keine wasserabweisende Hosen. Jetzt muss ich mich noch adjustieren, weil ich bin nämlich nicht schön genug. Was ist jetzt wieder?